So, eine neue Ausgabe von Platzhirsch TV und diese kommt aus Chicago. Chicago, das ist die Stadt, wo, ihr kennt es alles, die Firma Rickles zu Hause ist. Rickles Bärmann habt alle schon mal gegessen, das kommt hier aus Chicago. Und genauso ist in dieser Stadt der Playboy eingeführt oder erfunden worden von Hugh Hefner in den 50er Jahren. Alles hier in Chicago basiert. Barack Obama hat hier lange gelebt, Hillary Clinton ist hier geboren. Aber einer der bekanntesten amerikanischen Präsidenten ist zweifelsfrei Abraham Lincoln. Und alles hat hier eine große Geschichte in Chicago. Ich möchte euch meine persönlichen Tipps geben für diese fantastische Stadt in Nordamerika. Und das ist ein bisschen gepaart aus Sachen, die du unbedingt machen musst und Sachen, die meiner persönlichen Empfehlung so ein bisschen angereichert sind. So, bevor die Tipps jetzt kommen, 10 Stück sind das an der Zahl, möchte ich mal Danke sagen. Danke an die, die meine ganzen Videos, inzwischen sind das ungefähr 30 schon, sich jedes Mal anschauen. Das sind mehrere tausend Views jeden Monat auf dem Kanal. Ganz toll. Und ja, es freut mich auch immer, wenn ich Feedback bekomme von euch, dass die einzelnen Tipps von den einzelnen Städten und Destinationen euch weiterhelfen und ihr dann mit eurer Firma oder aber auch privat dann ein paar tolle Erlebnisse habt. So. Jetzt geht der Trailer los, ein paar Sekunden, und das ist die ideale Möglichkeit, hier unten auf diesen Kanal-Abonnieren-Button einmal zu drücken. Also, kurzes Intro, Zeit für euch hier den roten Button zu drücken und dann kommen meine 10 Tipps von Chicago. Auf geht's, drücken, viel Spaß. Jetzt steigen wir aber endlich ein mit Chicago. Ja, wir von Hirschfeld Touristik Event, wir kümmern uns jedes Jahr um ca. 3000 Firmen-Events. Das heißt, wir kommen eine Menge rum, wir schauen uns eine Menge an und das habe ich auch hier getan in Chicago. Ich habe mir also die letzten 3 Tage alles angeschaut, was ist hier möglich, was kann man mit Incentive-Reisen zum Beispiel machen. Aber da sind natürlich auch ganz viele Tipps dabei, die du, wenn du meine Reise privat hier nach Chicago planst, super mit verarbeiten kannst. Und diese 10 Tipps, die kommen jetzt. So, erstes Thema. Chicago, Gangster, Al Capone, das gehört zusammen, das weiß jedes Kind. Und da müsst ihr unbedingt starten mit einer Al Capone Gangster-Tour. Also eine richtige Gang-Tour, wo ihr alles erfahrt, was lief hier ab seit Ende der letzten 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Also was haben die mit den Alkoholschmuggel gemacht? Wie wurde das ganze Gangwesen hier so aufgebaut? Wer gegen wen? Wo? Welche Schießerei? Und so weiter und so fort. Super interessant, an viele Originalplätze. Gangster-Tour Al Capone ist ein Muss. Und enden sollte das Ganze für euch am Abend in seiner Stammbar im Green Mills. Das ist heute noch ein Jazzclub. Und ihr könnt dort auf dem Original, an dem Original Tischplatz nehmen, wo Al Capone mit seinen Vertrauten gesessen hat. Schön hinter der Bar, Blick auf die Tür, rechts eine kleine Möglichkeit abzudampfen, wenn es wieder zur Schießerei kommt. Dort könnt ihr hingehen, Green Mills ist ein Jazzclub, abends auch Live-Musik, Bier trinken. Ganz tolle Geschichte, von außen ein bisschen unscheinbar, aber drinnen wirklich. Also Gangster-Tour Al Capone, Muss-Thema. Wenn wir gerade bei Abend sind, ich habe ein super Restaurant für euch, das zeige ich jetzt mal. Perfekter Service, ganz tolles Interieur, schaut euch mal an. Super gut gebucht, ganz tolle Lage in der Stadt und die haben wirklich, wenn ihr Steak, also Fleischfresser seid, die haben die beste Qualität. Eine wahnsinnige Größe, also wer da nicht auf seine kulinarischen Kosten kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das ist ein super Restaurant-Tipp, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Übrigens, das Link zum Restaurant und so weiter packe ich einfach immer hier unten mit rein, könnt ihr euch dann selber direkt nochmal anschauen. Gut, zweiter Tipp für abends. Jetzt Nummer 3. Chicago Hochbahn, das ist eines der Wahrzeichen der Stadt, das kennt man natürlich auch. Ich empfehle euch, kauft euch ein Tagesticket. Es gibt 16 Linien in der Stadt und der Sound, der unverwechselbare Sound dieser Hochbahn, dieser legendären Hochbahn, ist wirklich ein Rumpeln und ein Rattern. Das ist wirklich, wirklich legendär. Kann man sich einmal anschauen und anhören, wie die in Chicago rumrappelt. Das gleiche kann man natürlich auch machen, River Cruise. Also geht aufs Wasser, schaut euch Chicago vom Wasser aus an. Und das ist natürlich, sind 2 Möglichkeiten, einfach Chicago mal auf eine ganz andere Art und Weise zu sehen, kennenzulernen und in die Stadt hier schön einzutauchen. So, kommen wir zum nächsten. Also, weiteres Wahrzeichen der Stadt ist Bean, also übersetzt die Bohne, ein silbernes Objekt, was ein kleiner Touristenmagnet ist. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeigeschaut haben. Und ich habe es geschafft, ein Foto zu machen, wo ich ganz allein drauf bin. Das ist schier unmöglich. Und wenn ihr das auch schafft, dann schickt mir das Bild. Und wer das schafft, ein Bild mir zu schicken, wo er allein drauf ist, also ohne andere Touristen und die ganze Bohne mit drauf hat, der kriegt von mir ein Hirschfeld-Überraschungspräsent. Also her damit, gibt es ein Geschenk von mir, wenn ihr alleine drauf seid. So, ihr seht auf dem Bild, ich bin hingejoggt.
Das wäre mein nächster Tipp. Am frühen Morgen, wenn die Stadt noch so ein bisschen schläft, raus aus den Federn. Ich meine, von Deutschland her, die Zeitumstellung ist ja super. Wir sind früh immer zeitig wach, haben abends immer ein bisschen mehr zu kämpfen mit der Müdigkeit. Nehmt die Joggingschuhe mit, zieht sie euch an, halbe, dreiviertel Stunde durch die Stadt. Es ist sehr kompakt, es ist wunderschön. Selbst bei mir, es hat geregnet an dem Morgen, war es ein fantastisches Erlebnis, einfach mal durch die Gassen, durch die Straßen, durch die leeren Straßen von Chicago zu joggen. Super, kann ich nur empfehlen. Schöne Joggenrunde am Morgen durch Chicago. So, dann kommen wir zum nächsten. Ich zeige euch mal ein Bild und ich frage, wer kennt das? Wer kennt diesen Springbrunnen? So, ihr kennt es ganz klar, das ist der Springbrunnen von der Serie Eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy. Und der steht also auch hier in Chicago, dieser Springbrunnen, 1927 eingeweiht, also auch schon knapp 100 Jahre alt. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal hingehen. Der fährt auch direkt die Straße dran vorbei, also wenn ihr mit dem Auto ein bisschen unterwegs seid oder mit den Transfers habt, wenn ihr mit Gruppen hier seid, kommt der zwangsläufig vorbei. Sollte man anhalten, muss man mal gesehen haben. Ganz fantastische Geschichte. Das Teil steht also auch hier in Chicago. So, jetzt kommen wir mal für einen Tipp. Das ist schon Nummer 7 für alle die, die ein bisschen adrenalinsüchtig sind, und zwar das Tilt. Es gibt bei diesen zahlreichen Wolkenkratzer, die hier in Chicago stehen, einen. Dann kann man auf die, warte, ich muss kurz schauen, damit ich nichts sage, in die 94. Etage fahren und hat dort die Möglichkeit, sich mal direkt an die Glaswand zu stellen. Und diese Glaswand klappt nach vorne ab, und zwar in zwei Stufen, wie man hier schön sehen kann. Das ist ein absolutes Highlight, Adrenalinkick, weil man schaut quasi, man hat diese Kombination. Ich schaue in den Abgrund von Chicago und ich habe diese super Skyline direkt vor meiner Nase. Der Tilt, oben 94. Etage, super Programm. Man kann dort auch tolle die Aussicht genießen zu den beiden anderen Seiten. Richtig, richtig gute Geschichte. So, wenn wir gerade oben sind, ab in die Air, Helikopterrundflug. Auch eine super Möglichkeit, gerade bei dieser Skyline. Ich weiß, das ist nicht günstig. Geht vorher nochmal zu Oma, lasst euch noch ein bisschen Taschengeld geben. Oder wenn ihr eine Company seid, verschiebt das Budget noch ein bisschen, streicht irgendeine andere Veranstaltung. Aber macht mal einen super Helikopterflug. Das ist einfach atemberaubend. Diese Stadt, diese Skyline, am besten natürlich bei tollem Wetter von oben zu sehen und es einfach mal zu genießen, was diese Stadt, diese Skyline einfach hergibt. Also Helikopterflug, nehmt die Kohle in die Hand, macht das Budget frei und baut das in das Programm hier in Chicago mit ein. So, nachdem wir Chicago von oben gesehen haben, gibt es natürlich noch einen Tipp für das Thema Jazzmusik. Ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt, alles beim Thema Al Capone im Green Mills, ist schon ein super Jazzclub. Aber eine weitere Empfehlung ist Andy's Jazz Club. Legendär, super beliebt bei Touristen und Einheimischen, jeden Abend volle Bude. Immer zwei Live-Bands. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an, wie hier die Stimmung ist. Ich empfehle, da vorher auf jeden Fall einen Tisch zu reservieren, dass ihr da wirklich einen guten Platz habt und einmal ein Chicago-Jazz-Erlebnis euch reinziehen könnt. So, kommen wir zum letzten Tipp, Nummer 10, sind wir schon durch. Und zwar ist das Hotel, wo ich mich gerade befinde. Das ist das Hotel De Grey, liegt super in der Stadt, also perfekt, um vieles zu Fuß zu machen. Ganz tolle Zimmer für die, die ein Meeting planen, also für unsere Firmenkunden. Hat auch ganz tolle Tagungsbereiche, schön hohe Decken, tolles Mobiliar, frisch renoviert, picobello. Ist ein ehemaliges Bürogebäude von einer Versicherung. Deshalb passt es hier perfekt, einfach weil man schön breite Gänge hat, große Zimmer, was ehemalige die Büros waren. Ganz toller Style, wirklich richtig schick zurecht gemacht. Und ein paar Kleinigkeiten, die ich euch gerne im persönlichen Gespräch verraten. Die haben immer noch mal kleine, zwei, drei kleine Überraschungen, mache ich aber im persönlichen Gespräch. So, das waren meine Tipps von Chicago. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt zu sagen, Chicago, das wäre auf jeden Fall mal eine Option. Egal, ob ich das privat mache oder als Incentive-Reise mit meinen Mitarbeitern. Ich helfe euch sehr gern bei der Ausarbeitung. Ein spezielles Programm. Sagt mir einfach Bescheid, was habt ihr vor, zu welchem Termin wollt ihr das Ganze machen, und dann steigen wir direkt ein. Und ich gebe euch all mein Wissen, all meine Erfahrungen gern für euer Projekt. Wenn ihr das privat mal plant, ist meine Empfehlung immer, nehmt die einzelnen Tipps, googelt es im Internet, oder wenn ihr zu faul dafür seid, geht in das gute Reisebüro bei euch nebenan, lasst euch da nochmal beraten und fahrt auf jeden Fall mal nach Chicago. Meine persönliche Empfehlung habt ihr. Letzte Empfehlung an der Stelle, es gibt das gleiche Video, also die gleichen Tipps auch noch von New York, das blende ich jetzt hier mal ein, könnt ihr euch auch mal anschauen, als kleinen Mitbewerber zu Chicago gibt es auch noch New York. Also nochmal, danke an alle, danke an die, die den Kanal abonnieren, danke an die, die ganzen Videos schauen, ich mache das wirklich gerne, mir macht das Spaß, euch die ganzen Tipps weiterzureichen und ich freue mich auf euer Feedback, immer rüber damit. Das Ganze hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier in Chicago. Wenn ihr noch einen guten Tipp habt und sagt, Mensch, gibt es eine andere Jazzbar, es gibt noch eine andere Möglichkeit, oder ihr habt auch noch einen super Hoteltipp, was ihr selbst erlebt habt, immer gerne unten rein in die Kommentare oder an mich per Mail.
Und an der Stelle sind wir durch. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren. Und ciao, ciao, euer Sascha Heider.